Sehr geehrter Präsident, sehr geehrte Damen und Herren. Jo. Liebe Frau Kappert-Gonter und ich sag mal die neuen wilden Grünen, ich finde Ihre Anträge immer wirklich, da kann ich mich den Vorrednern eigentlich nur anschließen, sehr erfrischend. Und ich finde gut, dass sowas wie Gesundheitsförderung, Gesundheitsvorsorge tatsächlich auch mal den Weg ins Parlament führt. Das finde ich wunderbar. Und möchte gerne zum Anlass nehmen, die Anfrage, die Antwort des Senats zum Beispiel zur Frage 6. Da war die gefragt worden, also welche gesundheitsfördernde Maßnahmen und unter welchen Überschriften und welchem Selbstverständnis da durchgeführt werden. Und daraus möchte ich zitieren. Da steht dann so schön, die Aktivitäten folgen einem ganzheitlichen Verständnis von Gesundheit und setzen sowohl auf der Ebene des Verhaltens als auch der Verhältnisprävention an. Sie richten sich auf die bessere Verbesserung des Wohlbefindens, auf die Reduzierung von psychischen und physischen Belastungen und auf den Erhalt und die Förderung der Gesundheit und der Arbeitsfähigkeit aller Beschäftigten. Sag ich prima. Richtig gut. Diese Ziele, wenn man solche Ziele hat, dafür lohnt es sich zu streiten. Und da unterstütze ich Sie auch wiederum ganz besonders gerne und zu jeder Zeit. Aber, Sie können sich vorstellen, dass das natürlich jetzt ein Aber kommt, ich finde es tatsächlich schief, wenn man gleichzeitig Weser-Kurier vom 12. September 2011, ich zitiere, da schreibt Viktor Gerlin vom Weser-Kurier, einen Bericht und da heißt es, es sei geplant gewesen, in den 3 Jahren bis Ende 2012 auf einen Anteil von 550 der insgesamt 950 einzusparenden Stellen zu kommen, aber die Bilanz mit 484 Positionen zeige, dass Bremen auf einem guten Weg sei, sagte der Staatsrat, also Staatsrat Henning Lühr ist damit gemeint, im Hause des Reichs, wo die politische Verantwortung für den öffentlichen Dienst liegt. Und wenn man das dann dagegen sieht, wissen Sie, da kann ich einfach mal sagen, also da wird mir schlecht. Da wird mir einfach schlicht und ergreifend schlecht, weil diese wunderbaren Ziele, die der Senat auch geantwortet hat und die natürlich in der Tat in einem richtig verstandenen Gesundheitsmanagement, Gesundheitsprogramm drinsteckt, wenn man diese Ziele gleichzeitig konterkariert, indem man sich darüber freut und sagt, prima, wir haben immerhin 484 Stellen im öffentlichen Dienst wieder abgebaut. Und dann sage ich mal, wissen Sie, da können Sie Ihre Gesundheitsförderung nehmen und ich will mal sagen, da müssen Sie die einsetzen, damit die Kollegen, die noch da sind, es überhaupt aushalten können, überhaupt noch damit klarzukommen, dass sie mit weniger Kollegen immer mehr Arbeit machen sollen und dann meistens auch noch selber den Anspruch haben, wir wollen ja gucken, dass wir für den Bürger auch was Bürgerfreundliches und Kundenfreundliches hinkriegen. Das ist ja die Intention von den meisten Menschen, die ich jedenfalls da erlebt habe, die arbeiten, aber die kriegen es dann einfach nicht gebacken. Und damit sie es aushalten, machen wir dann Gesundheitsförderung. Also das finde ich einfach Kanone. Und Herr Brummer, wissen Sie, Sie reden da auch wieder so schön salbungsvoll daher. Aber wissen Sie, damals, als die Gesundheit Nord privatisiert worden sind, dann waren Sie es gewesen, die auf unsere Ansprache, wo wir gesagt haben, jetzt wird die Dienstvereinbarung Sucht soll nicht mehr gelten, die haben Sie uns zusammengestrichen, wo wir gesagt haben, Frauenbeauftragte, haben Sie uns zusammengestrichen, wo wir an Sie rangetreten sind und gesagt haben, verdammt nochmal, Herr Brummer, das kann doch nicht wahr sein, dass solche Sachen, Instrumente, die durchaus in diese Richtung gehen, die gut funktioniert haben, dass Sie jetzt, weil wir privatisiert worden sind, aber immer noch zu 100% zur Stadt gehören und von einer Senatorin geführt werden, die dann zum Beispiel bei dem Frauenbeauftragten auch noch Senatorin für Jugend, Gesundheit und Frauen heißt. Tüdelü, das ist doch okay. Ich danke. Ich finde, es ist ein guter Vorschlag und wir werden den sicherlich auch immer unterstützen. Aber bitte dann, wenn wirklich auch eine materielle Realität dahinter steckt. Und das werde ich immer wieder oder werden wir als Linke hier immer wieder einfordern. Danke.